jetzt ist es Zeit, es kacheln zu lassen. Den Hebel anzusetzen. Und richtig auf den Putz zu hauen. Um hammermäßig eine Schippe draufzulegen. Aber das Schönste ist, es perfekt zu sanieren. Mit kompletten Systemen und effektiven Produkten, die dich nach vorne bringen. Es ist Zeit. MAPEI. Wir sanieren Deutschland. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen und Sie ganz herzlich begrüßen zum Online-Seminar Mauerwerkssanierung dauerhaft und sicher. Mein Name ist Benjamin Stör, ich bin Produktmanager bei der MAPEI Deutschland seit 2007 und bin unter anderem damit betraut, den Bereich Mauerwerkssanierung mit Sanierputzen voranzutreiben und technisch zu erklären. Mit mir im Chat ist mein Mitarbeiter, der Herr Gaetano Immanano, der also eventuell aufkommende Fragen beantworten kann. Das heutige Thema Mauerwerkssanierung dauerhaft und sicher umfasst ein paar Unterthemen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man sich mit dem Thema Sanierputze allgemein beschäftigt, dass man sich mit möglichen Schäden und deren Ursachen beschäftigt, Produkte und Systeme, die es bei der MAPEI GmbH zu diesem Thema gibt, beschäftigt und welche eventuellen Zusatzprodukte sich in der Anwendung von Sanierputzen ebenfalls ergeben. Ganz allgemein, der Begriff Sanierputz ist nicht genau genormt bzw. nicht geschützt. Jeder Putz könnte theoretisch von jedem Hersteller als Sanierputz deklariert werden. Es haben sich jedoch einige Merkmale am Markt herausgebildet, die einen wirksamen, und das ist das entscheidende Stichwort hier, die einen wirksamen Sanierputz kennzeichnen. Es handelt sich in aller Regel um sogenannte porenhydrophobe Werktrockenmörtel. Ich erkläre gleich, worum es da geht. Es sind fertig ausgehärtete Mörtel, die eine relativ hohe Wasserdampfdiffusion zulassen, die gleichzeitig eine reduzierte kapillare Leitfähigkeit besitzen und im Wesentlichen eine spezielle Porenverteilung und Porengeometrie. Was ist damit gemeint? Porenhydrophobe Werktrockenmörtel sind Werktrockenmörtel, die also als Pulver aus dem Werk kommen, auf der Baustelle mit Wasser angemischt werden und die dann im Prinzip Luftporen ausbilden. Und diese haben von der Innenauskleidung her eine wasserabweisende Eigenschaft, so dass Wasser nicht in diesen Poren verbleibt, sondern bis dahin weitergeleitet wird, wo es eben verdunsten kann, also an die Putzoberfläche. Hier im Bild rechts kann man das auch sehr schön sehen. Das ist eine mikroskopische Aufnahme eines Sanierputzes, in dem man sehr schön sehen kann, wie die Poren auf mikroskopischer Ebene aussehen. Weiter unten im unteren Bild nochmal unter dem Rasterelektronenmikroskop, wo man sehr gut erkennen kann, dass es hier kleinere und größere Poren gibt. Also diese Porengeometrie ist nicht zufällig, genauso wie die Verteilung der Poren nicht zufällig ist. Als Folge dieser Poren und deren Verteilung ergibt sich eine Art Wasserdampfdiffusion, und zwar eine erhöhte Wasserdampfdiffusion, höher als das, was im Mauerwerk, das es also im Rahmen einer Mauerwerkssanierung eventuell zu entfeuchten gilt, gibt. Das heißt, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk kann in Dampfform relativ leicht vom
zu sanierenden Untergrund durch den Mörtel hindurch diffundieren. Und so werden an die Raumseite, an die Rauminnenseite abgegeben werden. Oder eben, wenn Feuchtigkeitsspitzen abgepuffert werden sollen, wenn das der Sinn dieses Sanierputzes ist, dann kann er eben auch Feuchtigkeit von der Raumseite aufnehmen. Jetzt ist so ein Sanierputz nicht, wie eingangs erwähnt, vollkommen ungenormt. In der Regel, um dem Ganzen eine gewisse normative Verlässlichkeit, was die Eigenschaften von Sanierputzen angeht, werden sie nach einer bestimmten Norm klassifiziert. Das ist in der Regel die EN 998-1. Da gibt es entgegen dem, was Sie hier lesen, 2016 eine Neuerung von 2017, hat aber keine wesentlichen Änderungen zur Folge. Sie erkennen dann eben auf den Produkten, die nach dieser Norm geprüft sind und entsprechend als Sanierputz geeignet sind, anhand der Klassifizierung hier das sogenannte R, das eben die entsprechende Norm als Sanierputzmörtel kennzeichnet. Dann gibt es weitere Klassifizierungsmerkmale, hier dieses CS2. Hier drüben ist es dann übersetzt, CS2 bzw. CS3 kennzeichnet am Ende die Druckfestigkeit nach 28 Tagen. Also hier hätten wir jetzt einen Mörtel vorliegen, der ein Sanierputzmörtel ist, mit einer Druckfestigkeit als Beispiel, die bei 1,5 Newton mindestens liegen muss. Es gibt weitere wesentliche Merkmale, die jetzt nicht anhand dieses Klassifizierungszeichens erkennbar sind, sondern Merkmale, die sich eben aus der Leistungsfähigkeit des Produktes erklären lassen. Und zwar immer dann, wenn ein Produkt ein sogenanntes CE-Kennzeichen trägt, nach einer entsprechend harmonisierten europäischen Norm, sind bestimmte Eigenschaften auszufüllen. Also die Wasserdampfdurchlässigkeit als Beispiel. Diese Angaben finden Sie in der DOP, Declaration of Performance oder Leistungserklärung des jeweiligen Produktes. Wo kommen nun in der Regel unsere Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, nicht nur, aber häufig oder eben an Betonuntergründen oder anderen Untergründen her? Nun, Sanierputze werden im Allgemeinen dort eingesetzt oder dann eingesetzt, wenn bestehende Untergründe, also es kann sich auch um Beton handeln oder aber auch Mauerwerk, in den viel häufigeren Fällen kapillar Wasser führen. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Es ist jedoch allen gemein, dass sie eine gewisse Feuchtigkeit haben, die nicht erwünscht ist und die auch über das Normalmaß hinausgeht. Die Baustoffe, aus denen wir das Grundgerüst unserer Bauwerke erstellen, ist nun einmal grundsätzlich porös und verfügt somit über sogenannte Kapillaren. Man sieht das auf den Bildern gut. Das ist jetzt irgendeine Form von Mauerwerk, in der also Poren vorhanden sind, auch in einem Beton. Aufgrund des Aushärteprozesses befinden sich Poren und in dieser mikroskopischen Aufnahme, das ist ein sehr dünner Schnitt eines Kalksandsteins, können Sie erkennen, alles das, was blau ist, ist sozusagen hohl, ist sozusagen eine Lücke, über die im Zweifel Wasser aufsteigen kann. Und da gibt es einen Effekt, den sogenannten Kapillareffekt, der also Flüssigkeiten auch gegen die Schwerkraft nach oben transportieren kann. Hier ist das nochmal ein bisschen deutlicher dargestellt. Je kleiner eine solche Kapillare ist, also je geringer ihr Durchmesser ist, je feiner sie ist, desto höher kann Wasser gegen die Schwerkraft nach oben aufsteigen. Dass es passiert, ist im Bild rechts gut zu erkennen. Hier haben wir im Prinzip einen normalen Stein, der für eine bestimmte Zeit in ein Wasserbad gestellt wurde. Und über die Zeitdauer kann man erkennen, anhand der Dunkelfärbung in diesem Bereich, dass Wasser entsprechend aufgestiegen ist. Das ist jetzt hier natürlich extrem beschleunigt dargestellt. In der Wirklichkeit am Gebäude dauert das bedeutend länger, weil das Gebäude in der Regel nicht direkt in einem Wasserbehälter steht. Das ist eher unwahrscheinlich.
Aber das umgebende Erdreich reicht in der Regel aus, um genug Feuchte bereitzustellen, um eben ein Mauerwerk oder ein anderes Bauteil durchfeuchten zu lassen. Jetzt muss man dazu sagen, als Einschränkung und Fairness den Sanierputzen gegenüber, sie verhindern das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit erst einmal nicht und sie dichten auch nicht ab. Das ist am Markt ein Missverständnis, das es durchaus gibt, aber es sind weder Abdichtungen noch sind es irgendwelche Sperren gegen kapillar aufsteigendes Wasser. Sanierputze ermöglichen auf der Oberfläche einer durchfeuchteten Wand, egal aus welchem Material, aber in der Regel aus Beton oder aus Mauerwerk, einen gleichmäßigen erhöhten Abtransport der vorhandenen Feuchte aus dem Untergrund. Und das wird eben an die Raumluft abgegeben. Dazu muss man ganz klar sagen, die Abgabe an die Raumluft bedeutet immer auch, dass diese Abgabe nur bis zu einem gewissen Grad erfolgen kann. Also wenn die Raumluft irgendwann mit 100% Wasser gesättigt ist, wird kein weiteres Wasser mehr aufgenommen werden können. Das heißt, selbst unter Einsatz eines Sanierputzes kommt man nicht drumherum, den Raum, der über die feuchten Wände verfügt, auch in irgendeiner Form zu belüften und die Feuchte entsprechend abzutransportieren. Hier sieht man ganz anschaulich, wo die Feuchte im Prinzip herkommt. Im Schaubild habe ich eben bei speziell älteren Gebäuden eine gemauerte Wand als Beispiel, im Zweifel sogar noch eine Bodenplatte, die überhaupt nicht aus irgendeinem moderneren Baustoff besteht, also nur vielleicht aus einem bestenfalls Stampfbeton, vielleicht auch nur einem verdichteten Lehm oder sonst irgendwas. Hier in dem Fall eben ein Stein, der ausgelegt wurde. Und diese Stoffe sind porös und das anfallende Spritzwasser, Regenwasser, das sich im Erdreich als sogenanntes Sickerwasser verteilt und noch nicht einmal unter Druck anstehen muss am entsprechenden Mauerwerk, kann also durch die Mauerwand im Laufe der Zeit auf die Innenseite des Raumes wandern. Das bemerkt man natürlich erst dann, wenn, wie hier im Bild dargestellt, der Wandputz oder die Wandfarbe großflächig von der Wand fällt oder man bemerkt eben salzhaltige Ausblühungen, die wir gleich noch etwas genauer besprechen werden. Aber an dieser Stelle vielleicht schon einmal der Hinweis, dass die normal im Erdreich vorkommenden Mineralien, also die normal vorkommenden Chloride, Nitrate, Sulfate, die sich aus verschiedenen Ursachen ergeben, also Landwirtschaft, Streusalz und so weiter, völlig ausreichen, um auf der Innenseite eines Mauerwerks zu sogenannten Ausblühungen zu führen. Es gibt jedoch noch andere Ursachen und bestimmte Bedingungen, die einen Feuchtetransport in einem Mauerwerk begünstigen. Beispielsweise bestimmte verwendete Bindemittel. Also wenn es sich um ein sehr altes Gebäude handelt, das also noch als Mauermörtel irgendwas mit Gips oder kalkhaltigen Bindemitteln verfügte, das wird eher zu Ausblühungen und Schäden neigen als ein stark zementhaltiges Bindemittel. Defekte oder eben nicht vorhandene Abdichtungen. So lange gibt es Bauwerksabdichtungen noch nicht, sodass auch heutzutage noch Gebäude stehen, die überhaupt keine Abdichtung haben. Defekte oder nicht vorhandene Horizontalsperren. Erst ab den ganz grob 60er Jahren hat man begonnen, auf Bodenplatten eine sogenannte Schicht aufzubringen. Heutzutage ist das in aller Regel irgendeine Kunststofffolie oder eine Schweißbahn oder sonst irgendwas, auf die das Mauerwerk aufgebaut wird, die eben gerade verhindern soll, dass Wasser von unten über die Bodenplatte ins Mauerwerk einziehen kann. Also es gibt noch genügend Gebäude in Deutschland im Altbestand, die durchaus über keine Horizontalsperre verfügen und so entsprechend Wasser transportieren können. Selbstverständlich gibt es die ganz trivialen Gründe, Rohrbrüche und Wasserschäden aller Art. Also wenn genügend Wasser über eine defekte Regenrinne ins Mauerwerk eingetragen werden kann, kann das an einem alten Gebäude genauso passieren wie an einem neuen Gebäude. Ein feuchtes Raumklima ist es eher unwahrscheinlich und deswegen hier auch ganz unten genannt. Durch die entsprechende Alltagsnutzung, also Wäsche trocken und so weiter, kommt in aller Regel nicht vor. Da müsste man schon sehr intensiv und viel
Feuchtigkeit in einen Raum einbringen, dass das tatsächlich mal irgendwann zu Schäden führt. Wie kann sowas auf den ersten Blick aussehen? Hier sieht man das auf den drei Bildern im Rahmen älterer Gebäude. Man erkennt das vielleicht schon an der Art der Fotografien, also sogenannte Stockflecken, die also dort auftreten, wo möglicherweise etwas an der Wand stand. Hier im Rahmen eines etwas historischeren Gebäudes im Sockelbereich tauchen ja dunkle Flecken auf und hier auch im Rahmen eines Wohnhauses an der Wand dunkle Flecken. Die sind erstmal nicht schön. Das Thema Schimmelbildung wäre jetzt ein zu weites Thema, um es hier auch noch mit abzudecken. Das ist natürlich schon ein Problem, aber erstmal findet keine Zerstörung statt, die eben tatsächlich mein Gebäude in irgendeiner Form gefährden würde, in dem Zustand, wie man es hier beispielsweise sieht. Wesentlich interessanter wird es dann, wenn wir in diese Art von Schäden kommen. Also hier haben wir einen deutlichen Abtrag des Putzes über dem Mauerwerk. Wir haben auch bereits einen sehr, sehr starken Abtrag des eigentlichen Mauerwerkssteins, der hier eingesetzt wurde, der also schon ordentlich an Querschnitt verliert. Man erkennt vielleicht im Hintergrund hier so ein altes, zugenageltes Fenster. Also es handelt sich nicht um ein niegelnagelneues Gebäude. Aber hier ist durchaus irgendwann mal in Frage zu stellen, ob die Statik so komplett dieser Wand noch gegeben ist. Und dann befinden wir uns tatsächlich in einer größeren Problemzone. Da kann uns selbstverständlich auch dann ein Sanierputz nicht mehr helfen. Er hätte aber bei frühzeitiger Erkennung der Schäden sozusagen hier zumindest in weiten Teilen vorbeugen können und die Lebensdauer zumindest dieses Bauteils deutlich erhöhen können. Dazu kommt eben, dass solche Nester, in denen sich im Falle von Regenschauern selbstverständlich auch Wasser ansammelt und eben neben der zerstörerischen Wirkung von bestimmten Salzen etc. dazu beitragen, dass wir hier einen deutlichen Abtrag von Substanz feststellen können. Und das Ganze passiert nicht in 2-3 Jahren. Das ist sicherlich ein Problem, das schon seit Jahrzehnten zumindest an diesem Gebäude besteht. Wie deutet sich so etwas an? Hier ein ganz aktuelles Beispiel aus dem Zoo von Stuttgart. Hier erkennt man schön, dass im Falle des Wasserzutritts, also es ist im Außenbereich, dass im Falle eines Regenschauers vermutlich Wasser hier in diesem Eckbereich läuft und sich die verschiedenen Baustoffe hier Ziegel beziehungsweise vermutlich ein Kalkstein oder ein Kalksandstein mit Flüssigkeit vollsaugen. Die Flüssigkeit bietet idealen Nährstoff für bestimmte Moose und entsprechende Mikroorganismen, die wiederum das Wasser länger halten. Und sobald dann der Frost entsprechend kommt beziehungsweise die im Wasser enthaltenen Salze auskristallisieren können, startet der Schädigungsmechanismus. Ja. Hier wäre also in der Tat angebracht, das Wasser so zu leiten, dass es tatsächlich in diese Entwässerung hier läuft. Möglicherweise funktioniert sie nicht, beziehungsweise das Gefälle führt eher in diese Ecke als zu der entsprechenden Entwässerung. Hier werden wir also vermutlich, wenn nichts getan wird, feststellen können, dass sich Schäden in der Zukunft einstellen werden. Hier noch ein weiteres Beispiel für die Durchfeuchtung einer Wand. Man sieht das hier unten sehr schön. Ob die Ursache tatsächlich Spritzwasser ist oder Regenwasser oder etwas Ähnliches oder ob tatsächlich die hier angrenzende Regenrinne als Beispiel undicht wird oder nur in diesem Bereich zeitweise undicht wird, kann man jetzt nicht mehr so ganz genau sagen. In jedem Fall sorgt es dafür, dass die Wand mit Wasser in Kontakt kommt und offenbar so viel Wasser vorhanden ist, dass es nicht so einfach mehr abtrocknen kann. Im Falle von Frost haben wir entsprechende Sprengwirkung dann, wenn das Wasser im Mauerwerk sich durch das Gefrieren des Wassers eben vergrößert, sein Volumen vergrößert und so im Inneren von innen heraus entsprechend zum Abplatzen des Putzes führt. Und so wird dieser Abplatzkreislauf immer weitergehen,
bis die dahinterliegende konstruktiv relevante Wand in ihrer Standsicherheit gefährdet sein wird. Wenn man sich in Kombination in aller Regel das Thema der Salzablagerung beziehungsweise der Ausblühungen anschaut, beide Begriffe können hier synonym verwendet werden, also Ausblühungen an einem Bauteil sind in der Regel immer Salzablagerungen, dann hat man im Prinzip, zumindest in Deutschland, drei große Arten von Salzen, die zum Tragen kommen. Das sind die Chloride und hier ist zu erwähnen das sogenannte Natriumchlorid, Kochsalz, Tausalz, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Es ist im Prinzip der Stoff, der zum Auftauen von Schnee und Eismassen auf den Straßen angewandt wird. Und es lässt sich im Prinzip nicht verhindern, dass dieses Wasser-Tausalz-Gemisch oder das Tausalz direkt mit angrenzenden Wänden und Gebäuden in Berührung kommt. Das ist im Prinzip nicht zu vermeiden. Wenn die Wand entsprechend Poren hat und es zulässt, dann wird das Wasser gesättigt oder nicht gesättigt mit Tausalz hier eindringen können. Ein weiteres Salz oder eine weitere Salzart, Salzgruppe sind die sogenannten Sulfate. Die kommen auch fast überall vor. Früher wesentlich verstärkter im Rahmen von saurem Regen, aber auch im Rahmen von landwirtschaftlicher Nutzung oder dort in der Nähe kommen sie stark zum Tragen, ebenso wie Nitrate, die eben im Wesentlichen auch durch Kunstdünger etc. Eingetragen werden können. Ja. All das führt dazu, dass man, und bei heutigem knappen Wohnraum ist es nun mal so, dass man im Prinzip alte Ställe, alte Agrareinrichtungen umbaut, möglicherweise zu wohnraumähnlichen Einheiten, dass sich auf einmal dann, wenn sich das Wohnklima vollständig ändert, auf einmal ein großer Fleck Salzausblühung an den Wänden sichtbar wird. Das war schlicht und ergreifend in der damaligen Zeit die Abstellfläche der Palette Nitratdünger, die der Landwirt seinerzeit dort immer gelagert hat. Und das zeigt sich eben erst dann, wenn bestimmte Salze abtrocknen können, also wenn nicht mehr genug Wasser vorhanden ist, indem sie gelöst sind. Und dann werden solche Stellplätze für solche Dünger beispielsweise eben sichtbar. Oder es ändert sich was anderes Gravierendes im Grundwasser sozusagen, dass eben Gebäude auf einmal im Grundwasser stehen, das eben durch intensive Agrarnutzung mit Sulfaten belastet ist. Die werden sich eben auch im Rahmen von Ausblühungen zeigen. So kann man das, hier kann man das sehr schön sehen. Hier im ganz linken Bild mit dem orangen Kugelschreiber, fast wie so kleine Härchen, ragen hier die Ausblühungen aus dem Mauerwerk beziehungsweise aus der Mauerwerksfuge raus, drücken also die, ja, weiß gestrichen vermutlich, die weiß gestrichene Wand, also die weiße Farbe vom Mauerwerk ab. Hier im mittleren Bild sieht man das auch sehr schön, weiße Ausblühungen, vermutlich Natriumchlorid und einhergehend damit, dass in diesem Kellergeschoss auch die Halterungen für das Geländer so entsprechend korrodiert sind. Ne? Und eine Wandfarbe ist im Gegensatz zu hier oben auch noch schon nicht mehr zu erkennen. Die ist also schon weitestgehend abgetragen worden. Das sind jetzt beides Innenbereiche. Im oberen Bild sieht man beispielsweise ein Mauerwerk im Außenbereich. Konstruktiv sicherlich nicht besonders interessant. Aber auch hier schön zu erkennen, dass bestimmte Stoffe durch eben genügend Eintrag von Natriumchlorid als Beispiel entsprechend hier wieder ausblühen können. Wenn wir uns nun mit den Produkten beschäftigen, die MAPAI GmbH als Sanierputze zur Verfügung stellt, so haben wir grundsätzlich zwei Systemklassen zur Auswahl. Das eine System ist das MAPAI Antiksystem. Man erkennt es hier vielleicht mit einer deutlich größeren Anzahl als an Unterprodukten als auf der rechten Seite das sogenannte ProMAP-System. Das MAPAI Antiksystem umfasst neben dem eigentlichen Sanierputz und dem zugehörigen Spritzbewurf drei verschiedene Feinputze mit verschiedenen Körnungen, einem sogenannten
Fugenmörtel und einem sogenannten Feuchtregulierungsputz. Was es damit auf sich hat, wird im weiteren Verlauf noch erklärt. Während das System Poromap im Wesentlichen aus drei Produkten besteht, einem Spritzbewurf, einem Sanierputz und einem Feinputz. Dies nur zur Einordnung. Und wo sind nun die Unterschiede, außer in der Gestaltung der Verpackungen? Nun erstmal ganz kurz zu einer Gemeinsamkeit und eigens schon erwähnt, beide Mörtelgruppen sind entsprechend nach der europäischen Norm 998-1 klassifiziert, in dem Fall hier gleich klassifiziert. Also es sind durchaus Mörtel mit bestimmten Eigenschaften, die die Qualität beschreiben. Das Poromap-System auf der linken Seite ist ein gebrauchsfertiger, also ein sogenannter Werk-Trockenmörtel. Er ist salzbeständig und er hat den Farbton Grau, ist zur Instandsetzung feuchter Mauerwerke aus Stein, Tuff, Ziegel und Beton grundsätzlich geeignet. Die Schichtdicke ist, wie bei vielen Sanierputzen, mindestens 20 mm, geht so ganz grob bis 30 mm. Es ist sozusagen eine Art Standard-Sanierputz, der, und das muss man ganz wesentlich betonen, zementhaltig ist. Im Gegensatz zu den Produkten des MAP-Antique-Systems. Die sind zunächst einmal weiß und nicht grau. Das heißt, sie haben optisch etwas mehr zu bieten. Hier sind sogenannte Sanierputze und Feuchtregulierungsputze enthalten. Die Schichtdicke ist in etwa gleich, 20 bis 30 Millimeter. Wir haben hier sozusagen einen etwas hochwertigeren Sanierputz und Feuchtregulierungsputz. Und dieser ist auf Basis von Putzulan. Wo sind da die Unterschiede? Zum einen ist es so, dass zementhaltige Produkte ungern dann eingesetzt werden, wenn es um die Sanierung von, ich sag mal, sehr alten beziehungsweise historisch interessanten Bauwerken geht. Zement, der in diesem Sanierputz enthalten ist, kann unter anderem mit bestimmten alten Bindemitteln, also gerade wenn sie gipsbasiert waren, reagieren zu einem Stoff, der sich Etringit nennt. Und der ist in der Bildung eben volumenvergrößernd, so dass Zement in Kontakt mit bestimmten gipshaltigen Bindemitteln zu Ablatzungen führen kann. Das passiert mit den MAP-Antique-Systemen nicht, weil eben kein Zement als Bindemittel enthalten ist, sondern eben als maßgeblich festigkeitsbildendes Bindemittel ist Putzulan und Kalk. Das als wichtiger Unterschied, sodass man eben mit dem Poromap Diumidificante einen Standardsanierputz hat, der also auf vielen Mauerwerken sehr, sehr gut funktioniert, aber eben auch auf modernen Baustoffen ohne Probleme eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel Beton. Das würde mit dem MAP-Antique-System auch gehen. Es ist jedoch eher, weil es also von der Optik her hochwertiger ist und von dem hochwertiger ist, was man damit machen kann, dafür geeignet, stark feuchte bzw. salzbelastete alte und historische Gebäude instand zu setzen, um eben die Bildung von bestimmten Stoffen zu vermeiden, die eben zu Ablatzungen führen können. Einmal der Standardsanierputz gegen den Hochwertsanierputz. Hier das Poromap-System noch einmal im Detail und was die Anwendung angeht, private Keller, Garagen, auch Fertigteilgaragen etc., die durchfeuchtet sind, weil sie von außen keine Abdichtung haben oder weil sie erst im späteren Verlauf mit Erdreich angeschüttet werden. Alles ist da denkbar und der große Vorteil dieses Poromap-Systems gegenüber dem MAP-Antique-System, aber auch gegenüber anderen Sanierputzen ist, dass der sogenannte Spritzbewurf, der normalerweise für die Haftung auf dem Untergrund verantwortlich ist, hier optional ist. Das heißt, wenn der Untergrund gut vorbereitet ist und einen weiteren Putz aufnehmen kann, dann kann auf den sogenannten Spritzbewurf verzichtet werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit des sogenannten Sanierputzes darunter leidet. Das ist am Markt einmalig. Nur bei sehr, sehr mürben Untergründen ist ein Spritzbewurf zu empfehlen.
muss dazu sagen, dieser Sanierputz ist, wie bereits erwähnt, von grauer Farbe. Möchte ich ihn etwas schöner haben, ohne seine Eigenschaften in irgendeiner Form zu schmälern, kann ich ihn mit dem Poromap Finitura und hier in dem Fall dem Poromap Finitura Civile in Weiß aufwerten. Also ein Feinputz auf Poromap Geomedificante mit mittlerer Körnung, der den Feuchtetransport nicht behindert. Der bleibt dadurch sozusagen unverändert. Ganz wichtig hier, Spritzbewurf ist optional, wenn der Untergrund es hergibt. Und das ist bei sehr, sehr vielen modernen Baustoffen eben der Fall. Hier sehen wir im Prinzip mal die Applikation. Spritzbewurf ist nicht vorhanden. Der Verarbeiter wirft sozusagen den Putz an die Wand, so als Batzen, und im Nachhinein wird das Ganze mit einer Latte überleeren, die sieht man hier noch, abgezogen. Anstatt des Anwerfens kann man eben bei entsprechend großen Flächen auch das Material maschinell verarbeiten mit einer Spritzmaschine. Wir haben da entsprechende Empfehlungen parat, um sich eben hier die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Im Nachgang wird er leicht abgerieben, um eben eine ansehnliche Oberfläche zu erreichen. Man sieht das hier, die Oberfläche ist dann eben grau. Hier wird noch relativ frisch gerieben. Das Nachhärten bedingt noch eine gewisse Aufhellung des Poromap Geomedificante, aber es ist sicherlich kein Weiß. Im rechten Bild ist der Aufbau noch einmal gut zu erkennen. Wir haben ein vorhandenes Mauerwerk oder sonst einen Untergrund, den es zu sanieren gilt. Wir machen ohne Spritzbewurf, weil der Untergrund dafür geeignet ist, den Poromap Geomedificante dort drauf in mindestens 20 mm. Und wenn es dann noch ein Anstrich sein muss, dieser ist nicht technisch notwendig, aber optisch oftmals gewünscht, dann muss ich einen Anstrich auswählen, der eben den Feuchtetransport zulässt. Und das kann in dem Fall kein filmbildender Anstrich sein. Es muss ein Anstrich sein, der nicht filmbildend ist. Und das wären sogenannte Silikatfarben oder Silikatharzfarben. In unserem Fall wäre das das sogenannte Silex Color Pitura, um nur ein Beispiel zu nennen mit seinem entsprechenden Primer dazu. Wenn ich jetzt in Richtung des Mappe Antique Systems gehe, wie gesagt, hier sind wir eher im Bereich historisch relevanter Gebäude oder wenn sie historisch nicht relevant sind, dann doch sehr alter Gebäude mit dem Hintergrund, dass man nicht mehr genau weiß, welche Bindemittel seinerzeit verwendet wurden. Also wir reden hier von Kirchen, Archiven, Weinkellern, Burgen, Schlössern etc., die also historisch interessant sind. Und bei diesem System ist ein sogenannter Spritzbewurf, das ist der Mappe Antique Rinzafu, in dem Fall, um den Untergrund vorzubereiten für die Aufnahme des eigentlichen Sanierputzes, nicht optional, es ist ein Muss, um eine sehr gute Haftung hier zu erreichen und um auch einen sehr intensiven Kontakt zwischen Mauerwerk und Sanierputz herzustellen, um eben einen bestmöglichen Feuchtetransport zu ermöglichen. In dem Beispiel wurde Mappe Antique MC Machina als eigentlicher Grundputz oder Sanierputz verwendet. Also das ist der Putz, der sozusagen die Entfeuchtung bedingt. Es ist also ein Putz, der kein Zement enthält, sondern Puzzolan und Kalk als Bindemittel mit weißer Farbe für den optisch etwas ansprechenderen Look sozusagen. Und wenn ich es dann von der Oberfläche noch etwas feiner haben möchte, Mappe Antique Finitura Civile wäre hier eine Maßnahme als altweißen Feinputz, um das Ganze eben sehr, sehr gleichmäßig aussehen zu lassen. Das wäre auch beispielsweise eine Möglichkeit, um jetzt, ich sag mal, das Schlafzimmer, das nun in den Keller umziehen soll und dort die Wände eben feucht sind, um das Ganze entsprechend ansehnlich zu machen. Wenn ich ohnehin im Keller nur einen sogenannten Fahrradkeller habe, also die Nutzung ist relativ untergeordnet,
dann reicht mir natürlich auch ein Mappelantik MC Machina aus, ohne einen weiteren Feinputz. Das würde auch gehen. Also technisch wäre das System hier zu Ende. Ja, optisch würde man sicherlich noch ein Finitura-Produkt dort einbauen. Man hat bei den Mappel-Antik-Systemen neben dem Civile mit mittlerer Körnung noch einen Grosso beziehungsweise einen Ultrafine Feinputz, also einen sehr, sehr feinen Putz, Ultrafine beziehungsweise noch etwas gröberes als mittleres Korn. Das wäre dann der Mappel-Antik FC Grosso. Man hat zudem bei den Produkten der Mappel-Antik Linie die Möglichkeit, sehr, sehr viele Produkte je nach Bauwerksgegebenheit zu kombinieren. Man sieht das auf dem rechten Schaubild sehr schön. Ich habe im Prinzip ein Mauerwerk, in dem Fall ein Ziegelmauerwerk als Untergrund. Ich verwende immer einen Spritzbewurf und jetzt kommt es darauf an, was muss dieses Mauerwerk können, beziehungsweise inwiefern muss es saniert werden. Ist es wirklich feucht und salzbelastet, dann komme ich um den Mappel-Antik MC Machina nicht herum. Ist es eigentlich trocken und ich möchte einfach nur, ich sag mal, ein angenehmeres Raumklima erzeugen, dann kann ich mit dem sogenannten Mappel-Antik Intonaco NHL arbeiten. Das ist einfach ein diffusionsoffener, sehr poriger Putz, der also Feuchtigkeitsspitzen aus dem Raum abdämpfen kann. Und das ist dann interessant, wenn ich eben bestimmte Bereiche eines Wohngebäudes oder eines ehemaligen Industrie- oder Agrargebäudes umarbeiten möchte, hin zum Beispiel zu Wohnraum. Und hier unten im Foto links sieht man das ganz schön aus einem alten Weinkeller, der ab einer bestimmten Höhe, also ab hier dann mit dem Sanierputz an der Decke versehen wurde. Man erkennt hier schön die Schichtdicke von mindestens 20 mm und schon ist aus dem alten Gewölbekeller, der zuvor nur als Stauraum diente, eine Wohnoase geworden, wenn man so möchte, oder eben ein Bereich eines Restaurants, in dem dann eben Gästen Essen und Trinken serviert werden kann. Hier in dem Bereich wäre auch dann tatsächlich, weil das Mauerwerk unbekannt ist und das verwendete Bindemittel tatsächlich dann zu überlegen, ob oder ist es richtig gewesen, zu sagen, man wendet hier Mappel-Antik an, also ein zementfreies Produkt als ein zementhaltiges. Wie bereits erwähnt, können unabhängig von einem Mauerwerk, das möglicherweise Schäden hat oder feucht ist oder salzbelastet ist, kann man selbstverständlich einfach nur aus Gründen eines behaglichen Raumklimas heraus sich für einen Sanierputz entscheiden, anstatt für einen ganz normalen Zement- oder Kalkzementputz. Ja, gerade im Bereich von Badezimmern oder angrenzenden Räumen an Badezimmern, wo ich also einmal am Tag oder zweimal am Tag entsprechende Feuchtigkeitsspitzen habe, kann es sinnvoll sein, das vorhandene, in dem Fall auf dem Schaubild rechts zu erkennen, das vorhandene Ziegelmauerwerk mit einem entsprechenden diffusionsoffenen Putz zu versehen. Ja, Mappel-Antik Intonaco NHL als Beispiel, um ihn dann noch fein, beispielsweise mit einem Feinputz zu glätten, um so sozusagen die Aufnahme von Feuchtigkeit zu ermöglichen, die dann, wenn man in Richtung Arbeit geht, also das Duschen beendet hat, die dann erst wieder an die Raumluft abgegeben wird mit einer gewissen Zeitverzögerung. Aber zunächst einmal hat man eben nicht die hohen Feuchtigkeitsspitzen. Sie werden sozusagen über die Poren dieser Putze geglättet, eben weil sie das Wasser wie einen Schwamm aufnehmen und im späteren Verlauf dann auch wieder abgeben. Möglich ist ebenfalls dann, und das behindert nicht den Feuchtetransport, wäre dann der Einsatz eines entsprechenden Anstriches, darf eben kein filmbildender Anstrich sein, sonst verhindere ich selbstverständlich den Transport von Feuchte, unabhängig davon, in welche Richtung es geht. Kein Sanierputz kommt ohne sogenannte Zusatzprodukte aus. Neben den eigentlichen Sanier- und Feuchteregulierungsputzen gibt es eben auch bestimmte Zusatzprodukte mit großem Nutzen. Nehmen wir als Beispiel die
Schwache Dichtungsschlemme Planisil 88, die durchaus bei sehr, sehr feuchten Sockeln als Beispiel vor dem Einsatz von Sanierputzen angewandt werden kann. Also wenn ich tatsächlich eine Wand so porös habe, dass möglicherweise bei Starkregenereignissen Wasser hereinkommt, dichte ich das erst von innen in irgendeiner Form ab und mache dort eine starre Dichtungsschlemme als Beispiel drauf, um hier Sicherheit zu bekommen, dass nicht während der Aushärtung des Sanierputzes hier das auftretende Wasser den Sanierputz wieder abdrücken könnte, wäre eine Möglichkeit, das einzusetzen. Das ist eine zementhaltige Dichtschlemme. Die gibt es auch als nicht zementhaltige Variante aus der Mappe Antik-Reihe. Dann, wenn, wie gesagt, das Mauerwerk und die Bindemittel seinerzeit unbekannt waren und man hier das Auftreten von Ausblühungen in jedem Fall vermeiden möchte, das wäre Mappe Antik Ecolastic, ein zweikomponentiges Produkt, während das Planisil 88 ein Pulver ist, das schlicht mit Wasser gemischt wird. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Produkt sind die sogenannten chemischen nachträglichen Horizontalsperren, die also zum Injizieren in Mauerwerke gedacht sind. Sie sehen hier auf dem Bild oben das Injizieren von der chemischen Horizontalsperre Mappe Stop. Ein sogenanntes Konzentrat, das aus Siloxanen und Silikonen besteht, das eben über Bohrlöcher und Schläuche und über den atmosphärischen Druck in das Mauerwerk und über Bohrlöcher eingeleitet wird. Das wird also nicht mit der Maschine, einer entsprechenden Maschine, mit einer Pumpe eingepresst. Das ist aber natürlich auch möglich. Im Mauerwerk reagiert das Produkt aus und stellt sozusagen eine für Wasser undurchdringliche Schicht dar. Es ist also stark wasserabweisend. Weil diese Art der Applikation, also mit dem Aufhängen von entsprechenden Behältern, entsprechend langwierig ist und auch entsprechend nicht überall möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, mit einem Produkt zu arbeiten, das sich Mappe Stop Cream nennt. Das ist im Prinzip das Mappe Stop Produkt, nur eben in Cremeform. Und das wird nach dem Setzen der Bohrlöcher in bestimmten Abständen, am besten in die Mauerwerksfuge, wird sozusagen als Cremeform über eine Kartuschenspritze eingespritzt und entfaltet dann dort seine Wirkung. Hier ist also die Schwerkraft oder irgendeine Art von druckgebender Maschinerie nicht notwendig. Das Material verteilt sich sozusagen in seiner Gelform dann von selbst. Ganz wichtig, ob man jetzt mit atmosphärischem Druck arbeitet oder auch nicht, also mit einer entsprechenden Injektionspumpe. Sie müssen einen gewissen Abstand zwischen Mauerwerksaußenseite und der maximalen Tiefe des Bohrlochs gewährleisten. Wenn Sie mit viel Druck beispielsweise das Mappe Stop injizieren, kann es sein, dass Sie bei zu geringer Schichtdicke hier hinten das Mauerwerk in den Außenbereich einfach abdrücken, dann geht dort sehr viel Material rein und im Zweifel merken Sie das gar nicht. Das freut natürlich den Hersteller, aber es ist natürlich zum Schutz des Mauerwerkes, zum Hersteller einer chemischen Horizontalsperre natürlich nicht sehr hilfreich. Ja? Und so kann dann eben über die Zeit, dadurch, dass hier die Feuchtigkeit, die von unten kommt, abgesperrt wird, keine weitere Feuchtigkeit mehr hinzutreten. Das Mauerwerk über den entsprechenden Bohrlöchern kann abtrocknen und der zuvor vorhandene beschädigte Putz, den ich also abgeschlagen habe, kann beispielsweise durch einen Sanierputz ersetzt werden. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie stark oder wie groß die feuchte Menge dort tatsächlich war und ist, die entsprechend vorhanden war. Teilweise kann man eben solche Mauerwerke auch so trocken herstellen, dass dann ein normaler Putz wieder funktionieren würde. Hier muss man eben nur aufpassen, bin ich sicher, dass mit dem Wasser, was über lange Zeit dort einwirkte, nicht auch entsprechende Salze beispielsweise in das Mauerwerk mit eingetreten sind, die also meinen normalen Putz am Ende des Tages und im Laufe der Zeit wieder abdrücken würden. Ich darf mich dann an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich bin noch eine ganze Weile im Chat zur Verfügung,
Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie einfach. Wir versuchen sie hier bestmöglich zu beantworten. Im Nachgang bekommen Sie einen Link, wo Sie also entsprechend auch diese Präsentation runterladen können, beziehungsweise das Video, das hier aufgenommen wurde, noch einmal ansehen können. Ich wünsche Ihnen dann einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und darf Sie sozusagen in den wohlverdienten Feierabend verabschieden. Einen schönen guten Abend. Bis dahin.